Was heißt Assur? Woher kommt dieser Name? Ja, das weiß man nicht, nicht. Der Name ist sozusagen schriftlich überliefert, deswegen wissen wir, dass der richtig ist. Ob er so ausgesprochen wurde, wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, dass der Name selber offensichtlich zusammenhängt mit dem großen Stadtgott dieser Stadt, der genauso heißt, auch Assur eigentlich. Die Bedeutung von Namen ist ja häufig nicht mehr herauszufinden. Nicht? Das Interessante ist da, dass der Ort, der Gott und später der Staat, das Land, denselben Namen tragen. Nicht? Und das ist so ein Faszinosum, was von Assyrien ausgeht. Man das Gefühl hat, es ist so etwas wie eine Einheit, die von einem frühen Zeitpunkt an über den Namen einfach gewahrt wird. Aber die Bedeutung kennen wir nicht. Früher hat man gesagt, Assyrien war groß im 7. und 6. Jahrhundert oder 7. Jahrhundert vor allem. Und das ist das, was die Griechen erinnern. Heute wissen wir, dass dieser Militärstaat, dieser Territorialstaat mit militärischer Expansionsausrichtung im 15. Jahrhundert seinen Anfang nimmt. Da beginnen die. Handel spielt keine Rolle mehr. Jetzt geht es um die Expansion. Es geht darum, Ressourcen einzutreiben von anderen Völkern. Lebt von Beute. Man lebt von Beute, genau. Ne? Das, was bei Hegel der Herr ist. Ja? Er wagt sein Leben, er ist bewaffnet, er arbeitet nicht selbst, sondern nimmt das entgegen, was andere erarbeitet haben. Ja, es ist ein Rentensystem, nicht wahr? Also ich nehme mir das, was da ist. Ja. Und das Problem ist an diesem System, dass das in der Form, wie es in den Territorialstaaten des 2. und 1. Jahrtausends geführt wurde, irgendwann die Ressourcen so weit ausgebeutet hat, dass das nicht mehr weiter ausbeutbar ist. Und dann bricht das Ganze zusammen. Und das ist das, was wir in gewissen Zyklen erleben. Ende des 2. Jahrtausends klappt dieses Assyrische Reich mal ganz stark zusammen, kommt dann zu neuer Größe im 8. und 7. Jahrhundert und wird dann wiederum, nachdem das sich extrem überdehnt hat, bis Ägypten, bis weit rauf nach Anatolien. Wie im Kosmos sozusagen bestimmte Sonnen, sich so ausdehnen und dann zusammenfallen und so weiter, bis sie sterben. Ja. Jetzt, da gibt es jetzt eine Periode, die Sie sehr anschaulich beschreiben in Ihrem Buch, und da ist ein Herrscher wie Sargon II. Beschreiben Sie mir den mal. Wie stellt er sich dar? Naja, oder wie wird er dargestellt? Also er wird dargestellt, nicht? Also diese Männer sind natürlich alle Teil einer politischen Elite, die bestimmte Interessen vertritt. Und eine große Fähigkeit der Assyrer war, oder eine Stärke der Assyrer war, dass sie eine nach außen sehr sichtbare, plastische Abschreckungspolitik illustriert haben. Und zwar nicht nur praktisch umgesetzt, sondern auch in ihren Darstellungen. So dass die Drohung gelegentlich genügt, dann werden Verträge geschlossen, werden die Verträge eingehalten, kann der Überwundene überleben. Genau. Und dieser Sargon, der hatte so eine etwas fragwürdige Abstammung, hatte also ein gewisses Rechtfertigungsbedürfnis auch innerhalb dieser assyrischen Dynastie und war einfach ein unendlich aktiver Stratege. Dieser Sargon II. Wird ermordet. Ja. Also plötzlich sind Unterdrückte oder eine Söldnertruppe oder eine andere Verwandtschaftslinie. Ja, nein, Sargon stirbt im Feld. Nicht? Sargon stirbt im Feld. Und das Problem bei Sargon ist, dass sein Leichnam nicht nach Assyrien zurückgebracht werden kann. Und das ist ein gewaltiges Problem für diese Kulturen. Erstens, weil man natürlich Grabes oder ein ruhiges Grab ist die Voraussetzung dafür, dass der Tote nicht dann ungebändigt zwischen den Lebenden hin und her irrt und da auch großes Unheil anrichtet. Man muss einen Ort haben, an dem man die Totenopfer darbringen kann. Ahnenkult ist ein ganz wichtiges Element dieser Gesellschaften, um die Erinnerung an das Vergangene und die Fortsetzung der Linie in die Zukunft sozusagen aufrechtzuerhalten. Diese Bindung geht bei Sargon verloren, denn sein Leichnam bleibt irgendwo in Kilikien.
Er stirbt einen Tod, der als unrühmlich gilt, als verflucht, weil er, sagen, göttlichen Willen auch übertreten hat. Und das ist ein Problem, das nachwirkt auf die folgenden Generationen, die diesen Sargon einerseits als großen Feldherrn wieder verehren, auf der anderen Seite bestimmte historische Ereignisse zurückführen auf dieses nicht bestattete Totenwesen, was da im Grunde genommen eine Unterbrechung der althergebrachten Linien und Kulte. Der Nachfolger Sanherib bezieht also nicht die Residenz, nicht die richtig frisch neu gebaute Prachtburg. Ja. Ja? Prachtburg, nicht Dur-Sharrukin, das ist so wie Sargons Burg. Ja? Hm. Und dieser Ort birgt ja ein magisches Rätsel, nicht denn in seine Mauern, in die Maße, ist der Name des Herrschers eingeschrieben. Also dieser Mann hat praktisch, dieser Sargon, mit der Gründung seiner Residenz sein eigenes Ich auf die Erde projiziert. Und das Rätsel, wie das gemacht ist, das ist ein Ort des Unglücks. Die Residenz selber ist auch nie wirklich in Betrieb gegangen, nicht? Und sein Sohn und Nachfolger Sanherib hat dann eben aufgrund dieser schwierigen Umstände offenbar sofort entschieden, nein, dort nicht hin, und ist dann mit einigen Umwegen Ninive, die spätere dann assyrische Residenz, aus der wir auch die große Bibliothek des Assurbanipal kennen. Nicht, das ist seither wieder der Residenzort der assyrischen Könige. Und wie gehen so eine Eroberungszüge? Ja, solche Eroberungszüge. Das ist eine komplexe Geschichte. Das kann man nicht einfach allein entscheiden als Herrscher, nicht wahr? Sondern man hat einen Hofstaat, da gibt es politische Ratgeber, aber vor allem eine Gruppe von Experten, die Kunst der Divination beherrschen. Das ist nicht Aberglaube, sondern das ist der Versuch, den Willen der Götter zu erforschen nach bestimmten Regelsystemen. Das ist dadurch eine Wissenschaft. Auch eine Gemeinschaft, also eine Abstimmung. Ein Konventionssystem. Genau. Ja, ist ein konventionalisiertes, akzeptiertes System, den göttlichen Willen alle zu erforschen. Alle Unberechenbarkeiten. Ja, werden da sind eingepreist. Ne? Das System erlaubt eine gewisse Flexibilität und erlaubt auch dem Beratergremium, dem König zu sagen, diesen Monat ist es ungünstig. Wir haben eine Konstellation, die dem Feldzug keinen Erfolg verspricht. Nicht? Also man muss sozusagen eine lange Vorbereitungsphase auch strategischer Natur, die Götter auch versöhnen soll mit diesem Vorhaben. Nicht? Also der Gott Assur, dem immer der Befehl dieses Feldzugs sozusagen zugeschrieben wird, der sagt, der Gott Assur hat mich beauftragt, nicht die Grenzen meines Landes zu erweitern und den unbotmäßigen so und so, also dann wie einen König da zu bestrafen. Und diese Vorbereitung durch Divination, Befragung also der Götter über den Feldzug auf der einen Seite und dann natürlich die materielle Vorbereitung, nicht die Zurüstung der Armeen, die Einwerbung auch von Unterstützung durch die Vasallentruppen, nicht? Die müssten auch versammelt werden, dann müssen sie in gewisser Weise für Proviant sorgen, denn die Feldzüge führen dann bis nach Ägypten. Normalerweise ernährt man sich unterwegs. Das ist in diesen Ländern möglich, aber wenn sie größere Strecken der Steppengebiete durchstreiten wollen, müssen sie zum Beispiel für Wasser sorgen. Und wenn sie Tausende von Leuten und Tieren mit Wasser versorgen müssen, müssen sie mehrere Wochen einplanen, um überhaupt diese Wasservorräte zu akquirieren. Ja. Also das ist eine gewaltige logistische Leistung. Und es ist ein Kriegsrecht damit verbunden, das von Gott kommt, von den Göttern kommt. Naja, den Göttern zugeschrieben wird. Zugeschrieben wird. Das heißt also, man kann nicht einfach brennen, unterwerfen und blindlings, sondern man kann sozusagen die richtige Zwangsvollstreckung bewirken, wenn ein Unterworfener dann wieder aufsteht und Rebellion macht. Genau. Dann wird alles zerstört samt seinen Göttern. Ja. Also die Idee ist, es gibt eine Ordnung. Ja, die Welt hat eine Ordnung und für die Errichtung dieser Ordnung waren ursprünglich die Götter zuständig. Der König ist jetzt, der assyrische König ist der Stellvertreter des obersten Gottes, als solcher für die Aufrechterhaltung der Ordnung zuständig. Und damit die aufrechterhalten werden kann, ist ihm neben vielem anderen der Krieg die Waffe,
die Waffe Assurs, ja, als ein Mittel gegeben. Damit ist Krieg sozusagen ein legitimes Mittel der Politik, muss gar nicht gerechtfertigt werden, ob da jetzt jemand Unrecht begangen oder nicht. Die Diagnose ist, die Grenzen des Reiches müssen erweitert werden. Jemand hat die Ordnung gestört, hat gegen den Willen Assurs, gegen einen Staatsvertrag, gegen einen Schwur verstoßen. Also hat der assyrische König die Pflicht, diese Person zur Rechenschaft zu ziehen mit den ganzen Konsequenzen. Man kann das eine Militärmaschine nennen. Ja? Das ist ein Lebewesen, ein Kollektivlebewesen, ja? Nicht? Das in dieser Weise räuberisch tätig ist und sich durchs Land frisst. Das frisst sich durchs Land, ja. Also dieser Staat ist ganz klar auf permanente militärische Expansion ausgerichtet. Der hat keine Ressourcennutzung entwickelt, die es ihm erlaubt, in einem bestimmten Grenzbereich sich selbst zu erhalten. Ja, das ist ganz klar. Weil er ja nicht arbeitet, ja, sondern naja, er arbeitet schon. Leistet. Er arbeitet schon, nicht? Also sind ja nicht alle auf dem Kriegszug unterwegs, aber das, was er erarbeitet, reicht nicht. Reicht nicht, um die Bedürfnisse der Eliten zu befriedigen. Wenn sie Paläste bauen möchten, dazu brauchen sie Steine von was weiß ich woher, kostbare Hölzer, die müssen alle verarbeitet werden. Sie möchten prächtige Gewänder haben und aus Goldbechern trinken. Das zieht alles Arbeitskräfte aus den Primärressourcen ab. Und diesen ganzen Luxus und das müssen Sie machen, um Ihre Macht auch darzustellen. Also ja, es ist sicher. Nicht nur, dass man kämpft, sondern auch das Erkämpfte darstellt. Ja, na sicher, das ist sozusagen dann die Rechtfertigung, nicht? Also dass der Feldzug sich gelohnt hat und der lohnt sich solange das Investment geringer ist als der Überschuss, den Sie mit dem Feldzug erwirtschaften. Ja? Und da fließt natürlich dieses Geld zum Teil in die Unterdrückung von anderen Möglichkeiten, aber zum Teil auch in die Aufrechterhaltung dieses militärischen Kreislaufes. Das ist sehr klar. Jetzt kommt dieses, ich sag nochmal, dieses Militärwesen, ja, nicht? Das kommt bis in Ägypten, ja, den Nil aufwärts, ja, nicht? Bis Theben. Ja. Das ist ja sehr tief in Ägypten drin. Mhm. Theben wird noch erobert. Gerade so. Gerade so. Ja. Mit den letzten Kräften. Ja, ja. Ja. Und jetzt hat man eigentlich alles verbraucht, um die ganze Strecke bis Assur zurück in Verwaltungsbezirke zu verwandeln, kleine Garnisonen zu verteilen. Mhm. Eigentlich ist das einmal erschöpft. Mhm. Ja, weil auch nicht, es wird nicht in die Infrastruktur investiert, nicht? Also die gesamte Levante wird erobert, nicht? Man muss sich das vorstellen, von Assyrien aus marschieren sie nach Westen Richtung Mittelmeer und dann an der Mittelmeerküste entlang, die Levante runter über den Sinai nach Ägypten. Aber es wird nicht investiert in die Infrastruktur, anders als Rom das Theater gebaut hat, ja, das Straßen gebaut hat, das Thermen gebaut hat, wo sie sozusagen Reste dieser römischen Kultur im gesamten Imperium finden Sie von der assyrischen Kultur keine Spur in Ägypten. Und wenn wir nicht aus den Schriftquellen wüssten, dass sie da gewesen sind, hätten wir keine Spuren, an denen wir das sehen könnten. Das heißt, das ist ein Imperium, was nicht investiert hat und deswegen kollabiert es. Der Widerstand geht über 3 Jahre, nicht? Zieht sich über 3 Jahre hin, die ersten Eroberungen Assyriens bis endlich zum Sieg über den letzten assyrischen König 609. Und der findet interessanterweise nicht im Kernland von Assyrien statt, sondern ganz im Westen in Haran, einer Stadt, die sozusagen in der heutigen syrisch-türkischen Grenzregion liegt. Ja. Aber seltsam, also was der Zoo der Völker ja, nicht, ja. für Lebewesen hervorbringt. Ja, ja. Und hier, das ist so wie so ein Kriegsameisenstamm. Ja. Naja, das ist eben eine sehr effiziente Art der Gewinnmaximierung gewesen zu dem damaligen Zeit. Auf die schnellstmöglichste und billigste Art und Weise konnten sie Gewinn machen. Ja. Das ging viel schneller, als wenn sie handeln müssen. Nein. Ja? Und das funktioniert offensichtlich eine Zeit lang ganz gut und so gut, dass die umliegenden Zeitgenossen davon höchst beeindruckt waren und gesagt haben, die Assyrer sind überhaupt die Ersten gewesen, die sich der Welt und der Herrschaft bemächtigt haben, nicht? Und deswegen steht Assyrien in einer Reihe mit dem Makedonischen Reich, mit dem Römischen Reich, mit dem Babylonischen Reich später, nicht? Also das, was Alexander der Große macht, ja, hat eine gewisse
entfernte Ähnlichkeit. Es hat eine, nicht nur entfernte, hat eine entschiedene Ähnlichkeit. Nicht? Es ist dieselbe Politik, sozusagen sehr schnell große Bereiche zu erobern. Und wenn er nicht mit, in 30 Jahren gestorben wäre. Ja, ja, in Babylon am Fieber. Ja, ne? Also 30 weitere Jahre, ja. Hätte er das immer erweitert, bis es eben auch implodiert wäre. Ja. Denn das scheint ein Gesetz dieser Reiche zu sein. Naja, sie können diese Heterogenität, ne, die ethnische, kulturelle und auch geografische Verschiedenheit mit den damaligen Mitteln nicht wirklich zusammenfügen. Nicht? Also da brauchen sie eine, ich sag mal, eine Ideologie, die den Angehörigen dieses Reiches in irgendeiner Weise etwas wert ist. Rom, man wurde römischer Bürger, nicht? Sie konnten nicht assyrischer Bürger werden, sie waren dann assyrischer Untertan, aber wenn die Assyrer nicht mehr da waren, waren sie eben nicht mehr Untertan. Also das war kein Wert an sich. Haben die Kunst gehabt? Die Assyrer? Ja, wunderbare Kunst gehabt. Ja. Ganz, ganz wunderbare, beeinflusst auch durchaus dann im ersten Jahrtausend aus der mittelmeerischen Kultur. Ganz hohe Textilien, Stilkunst, Metallkunst, also das ist nicht irgendwie eine reine Militärmaschine, ist auch keine Mongolenhorde, nicht? Also die hatten einen elaborierten Staat, wunderbare Gesetze, komplexe Bibliothek. Verträge, Bibliotheken, Literatur, alles da, ja. Trotzdem nährt sich aber, ja. Nährt sich allein von der militärischen Expansion und von der von Beute und Tribut, von der Ausbeutung anderer. Ein gelehrtes Raubtier. Ein gelehrtes Raubtier, das ist ein guter Begriff. Das hier ist eine Tontafel. Die stammt etwa aus dem Jahr 1260 vor Christus, gefunden in einem kleinen Ort, der heißt heute Tell Fecherie und liegt an der syrisch-türkischen Grenze. Damals war das im 13. Jahrhundert Teil des Assyrischen Reiches. Das ist ein Vertrag, ein Privatvertrag mit einer Person, die etwas erledigen sollte für den Palast. Und diese Verträge werden in einen Umschlag eingehüllt, der jetzt aufgeschnitten worden ist, nicht, damit wir die Urkunde innen sehen können. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann. Der ist gesiegelt hier oben. Und hier findet sich der Text der Urkunde, sodass man außen auf dem Umschlag sehen kann, worum es geht. Warum schreibt man den Text außen nochmal drauf? Damit man sehen kann, ob das Original übereinstimmt. Ja? Also das ist eine fälschungssichere Methode. Sie schreiben eine Urkunde, den Wortlaut außen drauf gesiegelt, das Ganze ist eingeschlossen. Wenn es jetzt um den Kontrakt geht, der ist erfüllt worden, können Sie gucken, ist innen und außen gleich. Und dann haben Sie eine Sicherheit, dass dieser Text nicht gefälscht worden ist. So sieht ein Tontafelschreiben eines assyrischen Königs an seinen Provinzgouverneur aus. Da steht drin, ich komme demnächst, bitte alles vorbereiten mit so und so vielen Leuten und den babylonischen König bringe ich auch mit. Sie haben eine Quelle hier gefunden, einen Fundort von Tontafeln, sehr vielen, in einem Handelszentrum. Sozusagen in Anatolien, also sehr weit weg von Assur. Genau. Und da merkt man, dass die haben gehandelt. Ja. Ja? Und was steht auf diesen Tontafeln? Ja. Also das muss man sich vorstellen folgendermaßen, dass Beginn des zweiten Jahrtausends, nachdem die Reiche des dritten Jahrtausends zusammengebrochen waren. Das ist so 1500 oder 1900. Ja. Da fangen wir an. Assur gibt es schon seit dem dritten Jahrtausend. Ja. Die ältesten Funde archäologisch reichen ins dritte Jahrtausend zurück. Und auch Texte, die uns von dieser Stadt berichten, aber als selbstständiger politischer Ort, tritt der zu Beginn des zweiten Jahrtausends in Erscheinung und da als Drehscheibe des Handels zwischen dem, also im weitesten Sinne Afghanistan, Iran auf der einen Seite, Anatolien auf der anderen Seite. Und Assur ist sozusagen am Schnittpunkt von großen Handelsrouten, ne, die von Ost nach West, von Nord nach Süd führen. Babylonien liegt südlich von Assyrien, ist also eine Handelsstadt, ähnlich wie Genua oder Venedig in Europa. Ja. Lebt davon, Waren von A nach B zu transportieren und von B nach A. Und dieser Warenverkehr ist begleitet von einem unendlich ausgeweiteten Schriftverkehr, der aber bislang archäologisch nur in Anatolien in größerem Umfang nachgefunden wurde. Also in der Peripherie. In der Peripherie. Da hat sich's erhalten. Da haben wir es gefunden, sagen wir mal so. In Assur selber, in der Hauptstadt, wo das
auch gewesen ist, gibt es nur ein paar Spuren, aber wir haben nicht so tief gegraben. Und diese älteren Spuren sind durch die jüngeren Siedlungsschichten einfach überbaut, überwölbt, auch zerstört worden. Aber man könnte sich vorstellen, dass auf dem Wege zu Troja, falls es das gab, ja, nicht, dass da so Kurs- und Handelsrouten von Assur auch hinführen. Also ob je ein Händler von Assur aus bis an die kleinasiatische Küste im weitesten Sinne oder an den Bosporus gelangt ist, das weiß ich nicht. Aber natürlich könnten Stücke aus Babylonien, aus dem Iran über diese Handelsrouten durch Anatolien bis dorthin gelangt sein, problemlos. Ist Assur nachgeahmt worden, so wie Alexander der Große ja vielfach nachgeahmt wird? Also weniger, indem sich Leute darauf berufen haben, aber die Strukturen, nicht wenn sie sich die Geschichte des Vorderen Orient angucken, das ist ein Palimpsest von Großreichen. Eins nach dem anderen und die werden immer größer. Nicht, wir denken immer schon, das Assyrische Reich ist groß, gucken Sie sich das von Alexander an. Das Persische Reich ist noch viel größer und alles, was hinterher kommt, nicht, also egal, ob das die Timuriden, die Mamluken, die Safawiden oder was auch immer, das sind alles große, große, riesige globale Reiche mit einer vergleichbaren Struktur. Mit einer Militärstruktur, mit stark militärischen Eliten, das sind keine gelehrten Republiken, sind keine Handelsrepubliken, ja, mit einer relativ lockeren Streuung von Garnisonen und einem extrem effizienten militärischen Potenzial. Einer Börse des Ansehens, ja, auch des das. Ruhms, wenn auch, man so will, der Abschreckungs- und Einschüchterungsmacht. Ja. Was bei den Assyrern eben so interessant ist, dass es ein und dieselbe Familie ist, die von Beginn der Handelsstadt an bis zum Ende des Assyrischen Reiches, das heißt über 1500 Jahre die Herrscher liefert. Ja, das rutscht dann mal in die Onkellinie und dann mal zu den Neffen, aber es ist ein Clan, der 1500 Jahre das macht. Und das finde ich total faszinierend, denn dieser Clan, der bringt natürlich eine gewisse Kontinuität und durch diese Kontinuität auch Legitimität. Nicht? Wir waren immer schon die Beauftragten und wir sind es immer noch. Und der innere Kollaps des Staates, der beruht auf der Konkurrenz mit den anderen großen Familien. Ja, sagen also immer ihr, nicht? Und dann kommen andere von der Seite rein, die rütteln da an diesen Säulen der Macht. Ja. James, das ist ein Harvard-Professor, der sagt, die Assyrer beispielsweise haben in ihren Gehirnen bikameral funktioniert. Das heißt, in der rechten Hirnseite, die Sprache versteht, aber nicht spricht, ist die Stimme des Gottes. Und der gibt die langfristigen Vorhaben vor und schafft, solange er spricht, die gesellschaftliche Einheit. Ist die Stimme des Königs oder dessen Vorfahren? Es gibt eine sehr stark soziomorph orientierte Götterwelt, nicht? Die spiegelt die Gesellschaft, nicht? Und da gibt es dann eben ein sehr auf Kampf und Expansion ausgerichtetes Gotteswesen, das im Grunde genommen, wenn das stimmt, dass Götter menschengemachte Wesen sind, nicht? Im Grunde genommen die Ideen und die Wünsche und die Möglichkeiten dieser Menschen abbildet. Ja. Wenn er das mit bikameralistischem Denken meint, also eigentlich das Echo davon. Es ist sozusagen der Spiegel. Die Menschen, den Gott, der hat aber einen Gongschlag in seinem Tempel. Ja? Der hat Musik, der hat Stimme und nicht nur die des Priesters, sondern auch die innere Stimme. Und das würde erklären, warum so eine Masse von Menschen sich gleichförmig verhalten kann, was ja die Bedingung einer Militärmaschine ist. Ja. Bei Kaufleuten brauchen sie das nicht. Ja, wobei, also ich würde vermuten, dass man den Zwang unterschätzt mit dieser Metapher, nicht? Denn